Paul ist eine Simulationspuppe, die ein Frühgeborenes darstellt, ungefähr aus der 28. Schwangerschaftswoche. Bei Paul muss man sich erstmal daran gewöhnen, dass es nicht so agil ist wie ein normaler Patient. Er natürlich auch nicht ganz so realistisch aussieht. Aber man ist durch diese ganzen Trainings doch tatsächlich sicherer im Alltag, auch für Kollegen wie mich, die noch neu auf der Station sind. Es ist eine super gute Übung, damit man im Notfall weiß, was ist meine Aufgabe, was kommt als nächstes und wie habe ich in einer Notfallsituation zu reagieren und zu kommunizieren. Sein Training läuft so ab, dass das Trainerteam sich ein Szenario überlegt, was der Realität entspricht. Also beispielsweise, dass ein Frühgeborenes auf der Station, dass es dem plötzlich ganz schlecht geht und das Team entsprechend agieren muss. Und das heißt, das Team besteht immer aus zwei Ärzten und zwei Pflegenden. Dann simuliert die Puppe quasi dieses Szenario und das Team muss entsprechend reagieren. Und die Trainer reagieren auf das, was das Team tut und lässt die Puppe entsprechend Dinge tun, sodass das Team direkt den Erfolg sieht, den es erreicht hat. Es sind viele reale Situationen, die wir üben, damit es im Alltag schnell wieder zu einem stabilen Patienten wird.